So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angekommen in Kapitel 3. Ich sage euch nochmal kurz die Aufgaben, nachdem ich hier die komischen grünen Sachen abgeholt habe. Gewinne einen Raid, wäre nicht schlecht. Kämpfe in einem Mega-Raid, fange 10 Pokémon. Jetzt habe ich schon 7 von 10. Ich habe da schon ein bisschen vorgearbeitet. Da gibt es wieder keine Pokémon-Belohnung. Ging sich also nicht aus. Ich dachte, im ersten gibt es Hornio, im zweiten Kokuna, im dritten Bibor und im vierten müsst ihr euch dann halt ein Mega-Bibor machen. Wir haben jetzt in der Nearby-Liste hier unten einen Raid, 12.06 Uhr, einen Mega-Raid. Da werden wir jetzt hingehen. Ich hoffe, dass das entweder ein Mega-Glurak X ist oder ein Mega-Bisaflor. Dann haben wir es nämlich geschafft, in jedem Kapitel einen anderen Raid zu zeigen. Das wäre auf jeden Fall sehr genial. Ramdusch ist, glaube ich, auch wieder am Start. Sind noch 2 Minuten. Ich lasse mir erst mal noch ein bisschen Zeit, fange noch die 10 Pokémon fertig, laufe dann runter. Und wenn das kein Glurak X und kein Bisaflor ist, dann können wir den zwar theoretisch mitnehmen, aber dann suche ich noch so lange, bis ich eins von den beiden in die Sendung noch mit reinpacken kann. Dann haben wir es nämlich geschafft und haben wirklich jedes Kapitel einen anderen Mega-Raid gemacht. So, wir sind gespannt. Das ist wie Silvester, wie Weihnachten, wie alles aufeinander. Ihr seht das ein, das wechselt immer zu seiner Farbe. Jetzt geht es auf. Und es ist ein Glurak. Mega Glurak X. Das ist sehr gut. Das habe ich doch gesucht. Fehlt nur noch Bisaflor. Das werden wir dann als nächstes machen. Da werde ich jetzt den Hannes natürlich einladen. Vielleicht den Thorsten nochmal. Der hat nämlich auch gefragt, wann ich den mache. Muss meine Accounts noch ummelden. Muss mir noch eine Zeit raussuchen. Ich würde sagen 12.15 Uhr ungefähr. Sehen uns also gleich am Raid wieder. Wisst ihr, was ich letztens gehört habe? Musik. Wisst ihr, was ich dabei nicht verstanden habe? Latein. Hey, das hat der Sven früher immer gesagt. Was ich aber noch nicht verstehe ist, ihr seht, hier ist das Glurak X auf jeden Fall am Start. Wenn ich mir die anderen aber angucke, bei denen ist überall einfach ein normales Glurak, außer bei dem letzten, da ist auch das Glurak X. Beziehungsweise, gut, jetzt ist da was ganz anderes. Jetzt ist da einfach ein Flurmel. Das meine ich aber nicht. Hier gehst du drauf, du siehst deutlich das Glurak X. Du siehst es auch hier, Glurak X, Glurak X. Aber hier sind einfach normale Gluraks. Hat das was zu sagen, hat das nichts zu sagen? Ich weiß es nicht. Wir stellen euch wieder ab. Wir müssen nämlich jetzt wieder in die Lobby rein. Und müssen wieder adden, wieder Bobserob, wie gesagt. Bobserob kommt dazu und nicht nur Bobserob, auch der Hannes kommt dazu und mal gucken, was wir sonst noch machen können. Da nehmen wir natürlich gerne einen grünen Pass. Ich habe immer noch so viele von damals gekaufte, die ich nicht loswerde, weil ich ja täglich nur den freien Pass mache. Und wenn ich nicht den freien Pass mache, werde ich ja eingeladen und da kann ich die ja auch nicht wegmachen. Drücken also hier wieder drauf. Kleingeist laden wir auch mal mit dazu ein. Ihn laden wir mal ein. Okay, jetzt haben wir hier nämlich dann gleich 5. Hier müssen wir aber fix den Thorsten einladen. Haben wir auch gemacht. Dann müssen wir uns links noch den... Ah, wo ist er denn? Muss ich wieder andersrum. Müssen wir uns nämlich noch den Bobserob suchen. Und jetzt können wir hier nach Online-Status sortiert schauen, wer da noch dabei ist. Justin Leon 5, den haben wir vorhin nicht gehabt. Den nehmen wir jetzt mal mit. Und ansonsten 10er Schafes, Account 2 Schilling geht nicht mehr, 2 Leute laden wir noch ein, packen wir alle hier hin. Jetzt muss ich mir den anderen nur noch in die Lobby rein. Ich hoffe, die sind in der gleichen Lobby drin, auch wenn alles komisch aussieht. Das scheint also irgendwo zu funktionieren. Ist wohl einfach nur wieder mal ein Anzeigefehler. Wir schieben also alles hoch, wir stellen alles hier unter, ich muss mich immer zu ducken, dass ich mich nicht hier oben an der Stange ermorde. Das sieht nämlich heftig aus. Jetzt gucken wir mal, ob die es alle geschafft haben. Ramdusch ist auf jeden Fall drin. Chili Bockwurst ist auch drin. Bla 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 bla. Lugdorf ist drin mit beiden. Moharasu ist drin. Was zum Teufel? Bobserob ist drin. Also das sieht auf jeden Fall gut aus.
nehme mal so mit, ne? Wieder Glurak, wieder das Schwächste, wieder Feuer und Flug. Das heißt, Gestein ist doppelt, vierfach, zehnfach effektiv auf jeden Fall. Nehmt also Despo da mit Katapult Steinkante. Ich kann es nicht oft genug sagen. Holt euch eine 6er Armee. Wir quetschen uns jetzt hier hin, machen den Raid und melden uns dann natürlich nochmal zurück. Es wird wirklich im Kampf, selbst im Kampf, wird das bei den anderen als normales Glurak angezeigt. Ich erzähle da keinen Mist. Guckt euch das an. Normale Glurak im Kampf, die bekämpft werden. Und hier mega Glurak, also keine Ahnung. Ist eigentlich auch egal, es sind eh nur die kleinen Accounts, deswegen, was uns interessiert, ist der große Account, die Mega-Energie, ein gutes Glurak, ein paar Bonbons und natürlich die Aufgabe abschließen, gewinne einen Raid und mache einen Mega-Raid. Das macht man natürlich gerne. Jetzt wird es aber wirklich kompliziert, wenn ihr im vierten Kapitel das eine extra übrig gebliebene Pokémon sucht. Was nimmt man gegen Bisaflor, genau, Gift mit Psycho und Pflanze mit Feuer. Habt ihr einen Psycho-Feuerangreifer? Schreibt es mal in die Kommentare. Das Glurak ist auch schon weg. Wieder über 200 Sekunden noch Zeit, dürften aber trotzdem 45 Energie sein, vielleicht auch 40, ich weiß es nicht. Gucken wir uns gleich an. Wir drücken mal wieder schnell alle durch, schauen dann wieder, wer das Höchste hat. Ja. Dass jetzt normales Glurak dasteht, ist ja normal, das ist ja immer so. So, jetzt machen wir das noch auf dem. So wie es aussah, haben wir sogar 50 Energie bekommen. Das ist ja heftig, warum auch immer, verstehe ich nicht. Geschwindigkeit 1 Minute 1. Dann waren wir jetzt schneller als bei dem anderen, obwohl wir jetzt auch... Okay, 50 ist top. 50 ist das Höchste, was man bekommen kann. Ich muss wieder in die GoTool-App. Muss wieder gucken nach dem 100er IV-Wert kurz. Wie gesagt, wer die nicht kennt, ladet es euch mal runter. Die GoTool-App ist auf jeden Fall sehr nützlich. Wir gehen auf X-Rates. Wir gucken Mega Charizard X. Das mit dem weißen Bild. 1651. Wir gucken mal, was wir haben. Netzwerkfehler. Hammer. Sehr schön. Jetzt wollte ich schon wieder darunter kriegen. 1619. Und was ist das Höchste, was wir hier haben? 1579, 1619, 1629, 1599, okay. Wir versuchen natürlich wieder alles mit gelber Beere zu fangen, beziehungsweise mit silberner. Oh ja, da kann man sich nirgendwo hinsetzen oder gescheit hinstellen. Wir hauen einfach mal drauf. Großartig, das muss reichen. Jetzt stehe ich da, jetzt hätte ich mir gerade voll in die Hose ge... 10 Bälle haben wir auf jeden Fall noch. 16, 19, Kreis, weiß ich nicht. Lohnt sich das, den Kreis einzustellen? Der zappelt mir eh so viel rum. Und wenn er da oben ist, kann ich mich eh nicht konzentrieren. Das heißt, ich hau einfach drauf, ohne den Kreis einzustellen und versuche so mein Glück. 1, 2, 3 ist auf jeden Fall auch drin. Gibt es natürlich 20 Bonbons, nicht 40. Wer sowas behauptet, der hat doch keine Ahnung. 500 Staub. Wir bewerten es auch mal kurz. 13, 11, 15, Straufhain, Thüringen. Okay. Da ist gerade ein Rocketballon noch weggeflogen. Wir gucken uns an die Aufgaben. Wir können hier den Beleber abholen. Hier auch silberne Sananabären. Das ist sehr schön, weil ich zwei verbraucht habe. Hier nochmal Beleber. 5000 Erfahrungspunkte, 3 Sonderbonbons und nochmal 25 Energie. Das reicht ja sowieso schon eigentlich, um das Mega Bibor zu entwickeln. Aber ich glaube, Mega Bibor werden wir dann im letzten Kapitel machen. Mega Energie, Bruder, bla bla bla. Erzähl mir mehr. Ihr seht, 1500 dreimal, 1500 Staub, 5000 Erfahrungspunkte und noch Energie. Wir holen das aber nicht einfach ab, wir machen extra Folge wieder. Ramses ist nämlich schlau und dreist gleichzeitig. Wir machen extra Folge, wie wir das Kapitel 4 abschließen, das Mega Bibor entwickeln und einen Bisaflor Raid machen. Und wenn wir Glück haben, hier geht nämlich schon wieder ein Mega Raid auf, 13:21. Da müsste ich jetzt eine Stunde warten.
Vielleicht kann ich fix in Netto laufen, mir was zum Frühstück holen, mich dann dahin pflanzen. Dann habe ich wenigstens auch 4 Raids gemacht, auch alle freien Pässe weg. Wenn das noch ein Bisa Floor wäre, dann wäre alles perfekt. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Schreibt mal rein, wie viele Mega Raids habt ihr schon gemacht? Habt ihr schon ein gutes bekommen und habt ihr schon ein Shiny aus dem Mega Raid bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.